Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche und wir sind heute Nacht, wie immer montags, frei in der Themenauswahl. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt wie immer auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Bibi. Bibi, du bist 17 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also es geht darum, ich habe ein Praktikum gemacht. Mhm. Als was? Ja, das möchte ich nicht unbedingt sagen, aber es war im Medienbereich. Im Medienbereich, okay. Ja, mhm. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, mhm. der 30 ist. Mhm. Und ja, ich habe mich in den verliebt. Mhm. Der war total süß und so. Mhm. Und ja, auf jeden Fall hat er mich zum Essen eingeladen, mhm. bei sich zu Hause. Ja. Und dann bin ich da halt hingefahren und so. Und ja, der Abend war total schön und so. Auf jeden Fall sind wir am Ende im Bett gelandet. Am ersten Abend gleich? Ja. Bibi. Ja. Musste das denn sein? Ja. Hat er dich so verführt oder... Ja, im wahrsten Sinne schon. Ja, und du hast dann aber auch gerne mitgemacht. Ja. Mhm. So, das war der erste Abend mit dem alten 30-jährigen Mann, den du dir da angelacht hast. Ja, der ist zwar 30, aber er sieht aus wie 24. Bestimmt, bestimmt. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, auf jeden Fall, ja, lief er doch zwischen uns. Wie lange? Einen Abend. Ach so, ich dachte, danach jetzt, dass noch ein paar Wochen was lief. Ach so, oder so. Nein. Nee, das nicht. Dann natürlich lief was bei euch in der Nacht. Davon ja. Bin ich ausgegangen. Erzähl mal, wie es dann weiter sich entwickelte alles. Ja, ich habe dann nicht bei ihm übernachtet. Also ich bin dann in der Früh nach Hause gefahren. Mhm. Um 4 Uhr oder so. Mhm. War das? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich halt dann wieder in den Betrieb da gegangen. Mhm. Am nächsten Tag. Mhm. Naja, und er hat mich halt völlig ignoriert. Als ob nichts gewesen wäre. Ach. Ja. Du bist im Moment nicht mehr in dem Praktikum? Nein, das ist dann 2 Tage später war da ein Ende mit dem Praktikum. Aber das wäre sowieso Ende gewesen. Es lag nicht daran, dass du mit dem geschlafen hast. Nein. Das war so. Und wie lange liegt jetzt diese ganze Aktion schon zurück? 2 Wochen. 2 Wochen, also noch relativ frisch. Das heißt, in den letzten 2 Wochen hat der Mann, dieser 30-jährige Mann, sich nicht mehr bei dir gemeldet? Nein. Nein. Und du bist unglücklich, traurig? Ja, schon irgendwie. Du hast dich in den schon verguckt oder ein bisschen verknallt und hattest dir ein bisschen was erhofft. Ja, ich habe schon mehr gedacht. Und der hat am nächsten Tag wirklich so getan, als wäre gar nichts gewesen? Ja, er hat mich völlig ignoriert. Also noch schlimmer, er hat nicht nur getan, als wäre nichts gewesen, sondern er war auch noch unfreundlich zu dir, distanziert. Ja. Mhm. Du hast aber auch nicht versucht, ihn nochmal anzurufen in den letzten 2 Wochen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Weißt du, wie das klingt? Bibi, ganz klassisch. Da ist ein 30-jähriger Mann, der hat die süße Bibi gesehen und hat die einfach sich vernascht und wollte sich die nehmen und hat die vernascht. So klingt das. Ja, schon. Mhm. Und ich glaube, da wird auch gar nichts mehr raus. Das war's denn. Vielleicht eine kleine Lehre kannst du rausziehen, dass du ein bisschen vorsichtiger bist. Denn du warst denn nicht nur scharf auf eine Nacht mit ihm, dann wäre es ja auch noch okay gewesen, sondern du hättest dich ja interessiert, vielleicht sich ein bisschen mehr mit dem zu beschäftigen, ne? Eine Beziehung zu haben oder sich ein bisschen zu verlieben oder so. Tja. Ja. Hat das Praktikum denn wenigstens etwas gebracht? Ja, eigentlich schon. Ich bin weitergekommen. Aha. Was ist dein Traum? Was möchtest du gerne mal machen im Medienbereich? Oh, irgendwas mit Fernsehen. Irgendwas mit Fernsehen. Ja. Wenn die Stimme, wenn du so süß aussiehst, wie die Stimme klingt, wirst du die tollsten Chancen haben, bin ich ganz sicher. Danke. Also schminkt dir diesen Karl von der Backe. Der ist es gar nicht wert, dass du da lange traurig bist. Ist halt jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, du hast verhütet.
Ja, haben wir. Das hast du. Na wunderbar. Ja. Und ein bisschen vorsichtiger das nächste Mal, okay? Ja. Alles Gute, Bibi. Meine zukünftige Kollegin. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 5678 111. Heute haben wir kein festes Thema. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Ja, ich möchte mich mit euch gerne morgen über den Po unterhalten. Da gibt es ja mehrere Schlagworte. Einmal das Schlagwort Krankheiten, da gibt es das Schlagwort Sexualität, Erotik oder vielleicht auch das Schlagwort Schönheit, Schönheitsoperationen und so weiter. Also Geschichten rund um den Po morgen. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Petra ist da und ich hoffe, das ist meine Petra von Freitag. Stimmt das? Ja, hallöchen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Jetzt habe ich ja den großen Vorzug, was ja sehr selten ist, dass ich mir jemanden wirklich direkt vorstellen kann. Du hast es gesehen? Denn ich habe dich bei RTL am Samstagabend gesehen. Ja. Und bin jetzt bestens informiert. Wir müssen mal kurz die Leute einweihen, die nun nicht so gut Bescheid wissen. Du hast vor, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr bei mir angerufen, ne? Ja. Dreivierteljahr. Mhm. Warst völlig fertig mit Nerven, weil du einen, ich glaube, du hast auch den Begriff damals gebraucht, Schrumpelbusen hattest. Habe ich das? Ich meine, also du warst ganz fertig mit Nerven. Ich war so fertig, ja. Genau, weil nach der Geburt deines Kindes hing alles wirklich in Lappen runter, ne? kann man wirklich so sagen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, es ist sogar eine anerkannte Krankheit. Wenn das so passiert, nach einer Schwangerschaft? Oder? Nein. Und zwar, ich habe, also, das ist eine anerkannte Krankheit, das ist eine Missbildung. So, und diese Missbildung habe ich wohl von Geburt an schon. So, dadurch, dass ich aber damals dieses Gewebe hatte, also diese große Oberweite, kam das gar nicht raus. Und es ist wohl also eine anerkannte Krankheit, das passiert also dann wohl meistens in den Fällen, wenn Frauen also eine Schwangerschaft haben, dass es dann auch sich so zurückbilden kann. Mhm. Das wusstest du damals noch nicht. Mhm. Dieses ist wiederum ganz wichtig, weil dann die Krankenkassen das auch bezahlen. Ne? Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es halt immer so ist, aber es ist halt eine anerkannte Krankheit, also eine Missbildung. Und so, jetzt muss ich auch nochmal erklären, die Geschichte mit RTL. RTL hat deinen ganzen Fall aufgerollt und somit dich auch gezeigt, wie du vorher aussahst und was dann alles passiert ist. Und das wolltest du eigentlich mir und uns auch noch erzählen am Freitag. Mhm. Also du hast ja angerufen, warst ganz traurig und ganz fertig und ganz unglücklich mit dir und deinem Körper. Mhm. Ja. Und dann gab es eine Operation. Ja. Und dann? Also ich sag mal, es ging eigentlich nach der Sendung relativ schnell. Mhm. Und ich bin also dann am 12.07. letztes Jahr operiert worden. Mhm. Und also ich hatte mich da total drauf gefreut auf die OP, weil ich dann halt auch, ne, für mich halt ein neues Leben anfangen sollte. Mhm. Und dann kam Freitag der 13., einen Tag später. Mhm. Und dann wurde also dieses Gestell, was ich da drumherum hatte, abgemacht und da konnte man halt direkt schon sehen, dass die total unterschiedlich waren. Mhm. Und das hatte ich dann auch direkt zu ihm gesagt. Ich sage, hören Sie mal, die sind ja total unterschiedlich. Mhm. Worauf er dann meinte, ja, das wäre ja halt alles noch angeschwollen und. Und das würde sich ja alles noch setzen. Aber du hast das direkt dann gemerkt, nachdem man das aufgemacht hat, quasi sofort, nach der Operation das sehen konntest. Ja, weil die linke Brust, also im Fernsehen war es ja dann die rechte, die linke Brust, die war halt, die stand, die war relativ prall und die rechte, die hing direkt runter. Mhm. So, wo er dann meinte, ja, das wäre halt durch die OP, wo ich zu ihm gesagt habe, hören Sie mal, wenn die eine schon hängt, dann und wenn die gleichzeitig abheilen, dann kann die eine ja nicht stehen bleiben und die andere halt noch ab. Und die Brustwarzen sahen ja auch nicht so doll aus, ne? Ja, das war dann der Hammer, als ich zu Hause war, weil als er dieses Gestell da abgemacht hatte, da hatte er zu mir gesagt, Frau, wusste nicht mehr genau, ob sie die Brustwarzen jetzt verkleinert haben wollten oder nicht. Ich habe die aber erstmal wieder so draufgesetzt und nachkorrigieren oder verkleinern können wir die ja immer noch. Mhm.
So, ich habe das aber als Scherz aufgefasst, weil er von Anfang an bei dem Vorgespräch auch gesagt hatte, die müssen wir verkleinern, weil die auch durch diese Missbildung auch unterschiedlich schon waren. Ja, also im Klartext, diese erste Operation, in die du so viele Hoffnung gesetzt hattest, ist misslungen. Mhm. Und ich kann bestätigen, nach dem, was ich bei RTL explosiv gesehen habe, es sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Obwohl, und ich kann auch deinen Leidensdruck sehr gut nachvollziehen, wie du ganz zuvor aussahst, wie unglücklich du sein musstest mit deinen Busen. So, jetzt ist die erste OP misslungen. Wie ging es dann weiter? Ja, das war eigentlich, also da muss ich sagen, in der Zeit habe ich auch versucht, dich mal zu erreichen, bin leider aber nicht durchgekommen, weil da wollte ich dir eigentlich auch von erzählt haben, dass es misslungen war, aber naja, bin nicht durchgekommen. Und die Zeit, die war noch wesentlich schlimmer für mich als vorher die 5,5 Jahre. Kann ich mir vorstellen. Dann unterzieht man sich schon mal einem solchen Eingriff, der mit Risiken verbunden ist. Erst und hat dann so ein Resultat. Ne? Diese Schmerzen auch. Und die Schmerzen, klar, genau, die Schmerzen. Jürgen, ich kann die Schmerzen nicht in Worte fassen. Mhm. Also ich habe, das war dann auch der Beweggrund, weswegen ich mich dann an RTL gewandt habe, weil ich hatte dann halt einen Bericht gesehen, wo auch wieder eine Frau die Brustvergrößerung bekommen hat und die sind da alle rumgesprungen, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Und ich konnte mich wirklich ohne Scherz jetzt 2,5 Monate kaum bewegen. Mhm. Ich konnte mich nicht anziehen, ich konnte mich nicht waschen, ich konnte nichts, ich konnte keine Tasse Kaffee hochheben. Es ging nichts. Ich war ohne Hilfe, war ich total aufgeschmissen. Mhm. So, und dann sitzt man da und denkt, mein Gott, das soll ich jetzt alles nochmal durchmachen? Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich aus dem Krankenhaus von der ersten OP zurück bin, es gab keine Nacht, wo ich keine Albträume hatte. Mhm. Also ich habe mindestens 2-3 Mal in der Nacht habe ich diesen Arzt über mir drüber stehen sehen. Mhm. In dieser grünen Kluft es war der reinste Horror. So, dann hast du dich aber doch entschieden, nochmal eine Operation an dir durchführen zu lassen. Ja, weil die Bilder, die halt auch bei RTL gezeigt worden sind, die konnten eigentlich das, wie es wirklich dann auch aussah, gar nicht wiedergeben, weil meine Brust, weil die Implantate waren ja viel zu klein, die der auch reingesetzt hat. Das war auch mit eine Ursache, dass alles schiefgelaufen ist, weil die zu klein waren. Ne? Genau. Wie bist du dann an den neuen Arzt gekommen? Ja, das kam durch RTL. Achso, die haben das dann arrangiert für dich? Oder die haben dir Tipps gegeben? Genau, also die sind ja mit mir zu einem Schönheitschirurgen gefahren. Mhm. Und durch den bin ich halt an den Dr. Matej gekommen, der mich operiert hat jetzt. So, und jetzt bist du rundrum zufrieden. Aber hallo. Das habe ich gesehen und da siehst auch wirklich toll aus jetzt, muss ich sagen. Dankeschön. Wirklich toll. Und dieser Arzt, der dich jetzt zum letzten Mal oder dann erneut operiert hat, hat das ja auch bestätigt, dass diese Implantate gar nicht geeignet waren, die vorher drin waren, ne? Für die Operation. Ja, was also dann noch entscheidend hinzukam, die erste Operation, die ging 5,5 Stunden, bin ich operiert worden, wo der erste Arzt mich operiert hatte. Mhm. Und ich habe da Dinge erfahren. Ich habe mir nachher meine komplette Krankenhausakte rausgeholt aus dem Krankenhaus. Mhm. Natürlich bevor RTL im Spiel war, weil ich auch Angst hatte, dass meine Akte verschwindet. Mhm. Und Jürgen, du kannst dir nicht vorstellen, was da alles rausgekommen ist. Der hat dann im Nachhinein einfach reingeschrieben, die Mamille, also sprich die Brustwarze, ist auf Wunsch der Patientin groß geblieben, was eine glatte Lüge ist. Gibt es denn da jetzt irgendein Nachspiel, ein juristisches, ein gerichtliches Nachspiel? Da kannst du von ausgehen. Ja. Also so wie ich halt auch bei dem Interview gesagt habe, ich werde alles dafür tun, dass dieser Mann das einer anderen Frau nicht mehr antun kann. Also dein Fall beweist auch noch einmal, dass Frauen, die vorhaben, das an sich machen zu lassen, wirklich gut recherchieren müssen, ne? Und das sich genau überlegen, und unter wessen Hände sie sich begeben. Ne? Das Problem ist, das war ja nicht der einzige Arzt, bei dem ich war. Ich war bei 4 Ärzten insgesamt und dieser Arzt, der machte eigentlich einen sehr kompetenten Eindruck. Also, weil er auch direkt gesagt hat, ja, wir müssen die Brustwarzen verkleinern und halt, das hörte sich alles total... Das macht das aber eben noch schwieriger, die Recherche, ne? Also nur den Eindruck, der reicht natürlich auch nicht aus. Also, wie war es denn, das wollte ich gerade noch fragen, wie bei der zweiten Operation jetzt mit den Schmerzen danach, war es wieder so sehr schmerzhaft für dich? Nein.
Auch nicht? Kein Vergleich. Auch nicht, kein auch Vergleich. Nicht, ne? Ich bin wach geworden. Das muss man sich vorstellen. Ich habe bis einen Tag, also ich bin freitags operiert worden, donnerstags ins Krankenhaus. Mhm. Und bis donnerstags habe ich immer noch Schmerzen gehabt. Mhm. Ich habe das aber dem Arzt, der mich jetzt operiert hat, nicht gesagt, aus Angst, dass der mich da nicht operiert. Verstehe. So, und ich bin von der Narkose wach geworden, von der zweiten Operation jetzt, und habe gesagt, hey, ich habe keine Schmerzen mehr. Also man kann dir wirklich nur gratulieren, dass das jetzt so gut gelaufen ist. Ja. Ich freue mich, dass du dich hier bei mir nochmal gemeldet hast, dass du mir das erzählt hast. Ja, war unwahrscheinlich schwierig, an dich ranzukommen. Es war wirklich genial, dass du auch noch einen Tipp geben konntest, dich im Fernsehen angucken zu sehen. Ich weiß ja auch, dass du immer sagst, hey, ich würde gerne mal die Leute sehen, mit denen ich telefoniere. Und das bot sich natürlich jetzt an. Absolut. Also, es ist gut gegangen. Ich gratuliere dir. Und wirklich gratuliere dir zu dem tollen Busen, den du jetzt hast. Und genieße ihn, wirklich in vollen Zügen. Ja, das sage ich dir, weil ich hoffe jetzt auch, weil wir haben schon mal miteinander telefoniert. Vielleicht kannst du dich daran auch noch erinnern. Kannst du dich noch an diesen Mirko erinnern? Diesen Arroganten, der nachher sogar noch einen Fax geschickt hat? Ja, ich weiß, ja. Das war ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Das warst du? Wir hatten ja... Ich glaube, wir brauchen das auch gar nicht zu vertiefen. Wichtig ist, dass wir deinen Fall jetzt gehört haben und dass das ja so gut ausgegangen ist. Ja. Ich wünsche alles Gute weiterhin. Ja. Und toi, toi, toi auch für das gerichtliche Spiel, dass du dein Recht abbekommst. Da habe ich wohl noch eine Frage. Könnt ihr mir vielleicht Tipps und Ratschläge geben? Weil ich ja halt alleinerziehend bin und auch nicht so diese Möglichkeiten habe. Mhm. Und da an einen guten Anwalt zu kommen, ist ja unwahrscheinlich schwierig. Ich habe das jetzt zur Gutachterkommission gegeben. Das weiß ich nicht so ganz genau. Aber wir können dich gerne gleich nochmal zurückrufen. Du kennst das Verfahren, leg mal auf und wir rufen nochmal an. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Das wäre prima. Alles Gute. Und noch eine Frage, Domian. Ja. Dürfte ich eventuell einen Aufruf machen, vielleicht andere Frauen, die in Gladbach operiert worden sind? Nee, das möchte ich jetzt nicht, weil das ist jetzt ein schwebendes Verfahren im Moment. Ich glaube, dass wir da beide in Schwierigkeiten kommen, wenn du das machst. Ja. Okay. Ja, gut. Alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Annette ist jetzt dran. Annette ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Annette. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Kindesmissbrauch. Mhm. Mein Mann und ich, wir waren in einer Clique gewesen mit mehreren Leuten und haben jetzt seit 2 Jahren einen davon vermisst, der also ein guter Freund der Familie war. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, wo er ist. Wir haben seinen Vater angerufen, wir haben seine Freundin angerufen. Es hieß halt immer, er wäre im Ausland zum Arbeiten. Mhm. Und jetzt haben wir halt von ihm Post bekommen, dass er unweit von uns in der JVA einsitzt, wegen über 50-fachen Kindesmissbrauch an 2 kleinen Jungs. Wie alt ist der Mann? Der ist 42. Mhm. Es ist halt, er möchte halt Kontakt zu uns haben und... Aus folgendem Grund, er hat bald, also er ist zu 4 Jahren verurteilt worden, muss man dazu sagen, weil er sich mit dem Staatsanwalt arrangieren konnte und sämtliche Dateien seines Computers freigegeben hat, wo diverse Sachen halt mit drauf waren und dass die Kinder halt nicht nochmal aussagen mussten vor Gericht. Mhm. Und deshalb ist er relativ gut dabei weggekommen und könnte halt jetzt bald vorzeitig entlassen werden. Mhm. Wenn er sich einen Helferkreis aufbaut. Und aber wie lange war er dann insgesamt im Knast? Also er ist jetzt was über 2 Jahre im Knast und baut sich jetzt halt gerade seine neue Zukunft wieder auf. Mhm. Was heißt genau Helferkreis? Helferkreis bedeutet, dass er jemanden draußen hat, dass wenn er jetzt entlassen wird und er kommt in Bedrängnis, dass er vielleicht denkt, er müsste sowas nochmal wieder tun, dass er dann halt Leute hat, auch im Privatkreis, an die er sich wenden kann und mit denen, der darüber sprechen kann. Jetzt sag mir doch erstmal, wie habt ihr und du vor allen Dingen, wie hast du darauf reagiert, als du das erfahren hast? Das war jemand aus deinem Freundeskreis, den du ja nun mehr oder weniger gut kanntest. Furchtbar. Und wenn man das dann erfährt, da gehen einem doch 1000 Sachen durch den Kopf und Erinnerungen und man ordnet irgendwie was zu. Was ging alles in dir vor? Ja, also es war furchtbar. Also ich habe den Brief gelesen, ich habe nicht gewusst, was ich überhaupt dazu sagen soll, weil man muss auch sagen, ein unheimlich netter, sympathischer, total intelligenter Mann, Computerfachmann gewesen. Es war, also wenn jemand das gesagt hätte, dass er sowas macht, für mich wäre das
undenkbar gewesen. Mhm. Also wir haben selber auch einen 13-jährigen Sohn und es war furchtbar. Und nun sind wir wieder bei der Thematik, bei der wir so oft sind, nämlich die Frage, findest du, dass das jetzt richtig bestraft wurde, dass der erst nach 2 Jahren wieder rauskommt, dass das in Ordnung ist? Nee, und darüber, also ich habe ihm zurückgeschrieben, dass ich das auch nicht einsehe, dass er so bald wieder rauskommt. Also er möchte gern, dass ihr mit in diesen Helferkreis reinkommt. Genau. Mhm. Und wir sind halt der Meinung, also wir fühlen uns da ein bisschen ausgenutzt, weil ich denke, wenn er hätte diese Freundschaft erhalten wollen, hätte er sich auch schon eher bei uns melden können. Mhm. Wir haben halt jetzt den Eindruck, also ich muss eins sagen, wir haben mit seiner Psychologin telefoniert, die ihn zurzeit bei ihr in Behandlung ist. Mhm. Und es geht halt, also sie hat uns gesagt, ja, jeder Dritte wird halt rückfällig, damit müssen wir halt auch rechnen. Mhm. Und ich finde, das ist schon... Zu viel, ne? Zu viel. Viel zu viel. Mhm. Also ich bin auch über diese Psychologin, ich bin also sehr enttäuscht gewesen. Hat die denn versucht, euch das aufzuschwatzen? Ja. Ja, schon. Mhm. Wie viele Leute braucht ihr denn eigentlich? Das höre ich auch zum ersten Mal, dass so etwas so möglich ist, dass dann jemand mit Helferkreis und so dann früher rauskommt. Wie viele Leute sind da nötig für diesen Helferkreis? Also wie viele jetzt genau nötig sind, das wissen wir nicht. Also wir wissen eins, dass sich niemand zu ihm gestellt hat. Also sein Vater ist wohl mit in diesem Helferkreis, seine ehemalige Freundin, die diese Sache aber auch meiner Meinung nach sehr gelassen sehen. Es wird verdrängt. Es heißt dann, ja, die Kinder waren ja selber dran schuld, warum sind sie mit ihr mitgegangen? Und es ist halt einfach erschütternd, wenn man das auch, also ich habe mit sowas noch nie was zu tun gehabt. Ich finde das auch erschütternd und ich könnte auch nicht ich hätte in deinem Fall ganz genau jetzt so reagiert, wie du auch reagiert hast und hätte auch Nein gesagt. Erstmal, weil ich auch der Auffassung bin, dass 2 Jahre zu wenig sind. Und dann würde ich mich auch ausgenutzt fühlen, so wie du es gerade auch beschrieben hast, wenn er sich vorher gar nicht bei euch gemeldet hat. Aber das ist erstmal zweitrangig. Erstrangig ist, dass mir unwohl wäre, dann ja auch eine Verantwortung zu tragen dafür, dass er es vielleicht nochmal tut. Ne? Eben. Und das ist auch das Problem. Wie gesagt, wir haben einen 13-jährigen Sohn und wir haben in der Nachbarschaft sehr viele Kinder wohnen. Und ich habe ihm das auch versucht zu erklären. Ich könnte ihn nicht alleine rauslassen. Mhm. Also von uns, wenn er jetzt bei uns zu Besuch wäre. Mhm. Ich hätte Angst, ihn, bei uns in der Nähe ist gleich der Spielplatz. Also er hat uns auch seine Fantasien geschrieben. Und mir ist es ein Ding der Unmöglichkeit, so einen Menschen dann Er hat euch seine Fantasien geschrieben? Er hat uns komplett das geschrieben, was er getan hat. Ach so. Mhm. Und es war sehr erschütternd. Also er hat halt diese Planung, das muss man sich vorstellen, bevor er diese Kinder missbraucht hat, hat er ungefähr 5 Jahre lang sämtliche Fantasien durchgespielt, wie er die Kinder dazu bringen könnte, das mit ihm zu machen. Das hat er bei sich im Computer niedergeschrieben, wie Romane. Das, und davon habt ihr Sachen gelesen oder hat er das nur so erzählt oder erklärt? Er hat uns das dann in Briefen erklärt und diese Therapeutin hat uns das auch bestätigt, dass die Polizei das halt bei ihm im Computer gefunden hat. Und so wie er das geschrieben hat, hat er auch die Kinder darauf vorbereitet. Und also ich war, wo ich das dann alles hinter mich gebracht hatte, ich war fix und fertig, weil... Wie hat er die Kinder vorbereitet? Ja, er hat die Kinder vorbereitet, indem er sie erst bei sich aufgenommen hat, ihnen Mittagessen gekocht hat, wenn sie aus der Schule gekommen sind, denen dann Hausaufgaben gemacht haben, mit ihnen wirklich ein sehr enges Verhältnis aufgebaut hat, ohne dass... Also ganz berechnend, strategisch, perfide ist er da rangegangen. Aber total strategisch. Wie gesagt, 5 Jahre weg vorne, vorher geplant, so, im Computer. Und da besteht natürlich wirklich die Gefahr, wenn jemand so gestrickt ist, dass er das jetzt genauso strategisch macht, wieder rauszukommen, Helferkreis und so weiter. Ne? Ich hoffe, dass du nicht auch nur den Ansatz eines schlechten Gewissens hast, dass du dafür verantwortlich bist, dass vielleicht der Mensch länger im Knast ist. Nö, eigentlich weniger. Ich muss eins sagen, mich hat es unheimlich erschüttert, dass das bei uns so einfach ist, wo doch eigentlich die Kinder an erster Stelle stehen sollen. Und
Also du meinst, so einfach ist, wieder rauszukommen? Ja, oder? Ja. Mhm. Dass ich mich dann hinstelle, wie gesagt, ich habe auch den, wenn ich diese Briefe lese, man hat einfach den Eindruck, er schreibt das, was die Psychologin von ihm hören möchte. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das auch, weil er wirklich sehr intelligent ist. Und das ist wirklich so, er schreibt in den Briefen das, was die Psychologin mir Tage vorher am Telefon erzählt hat, wie es ablaufen sollte. Und genauso steht es dann halt. Was war er eigentlich, oder was ist er vom Beruf? Der war Computerspezialist in einer Firma, in einer sehr großen Firma, hatte wirklich, ja, hat alles gehabt, also hat auch eine gute Beziehung geführt. Und also eine Weile, es gibt ja immer so Phasen, da tauchen diese Fälle und auch diese juristischen Skandale, das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Skandal, oft in der Presse auf, aber eine Weile auch wieder nicht. Ich habe es eine ganze Zeit jetzt nicht gelesen, sowas. Es ist schon sehr schlimm. Gut, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Gut. Und ich finde richtig, dass du dich so entschieden hast. Ja, ich denke, man sollte das, es sollten auch die eigenen Kinder, also ich denke mal, ich bin das meinem eigenen Kind gegenüber auch schuldig und ich habe ihm das auch erzählt. Was mit ihm ist, weil es wirklich ein guter Freund der Familie war und unser Sohn hat sehr geweint. Aber, also er war sehr enttäuscht auch, dass halt ausgerechnet er sowas macht. Ne? Das ist, ja, enttäuschend. Dir alles Gute, Annette. Ja, könnte ich ein Autogramm von dir haben? Ja, ja, gerne. Dann leg nochmal auf und wir rufen dich an. Okay, danke schön. Und mach's gut. Tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Katharina. Katharina, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Katharina. Mein Thema ist, ich führe eine geheime Beziehung mit einem viel älteren Mann. Wie alt ist denn der Mann? Der ist 30. Auch 30. Wir hatten gerade eben auch so ein Thema mit der... Mit der Bibi, das war die erste. Ich hoffe nicht, dass du auch irgendwie ein Praktikum gemacht hast und du vernascht worden bist und so. Der Mann ist 30 Jahre alt. Ja. Warum steht ihr jungen Dinger so auf diese alten Männer, auf diese uralten Männer von 30 Jahren? Nee, also ich muss dir mal die Geschichte erzählen. Bitte. Also das war so, ich hatte, als ich 14 war, hatte ich einen Freund, der war 19, der musste dann aber aus familiären Gründen in die USA. Dann habe ich aber, der hat mir irgendwie gesagt, dass der einen guten Freund hat und mit dem sollte ich mich dann mal treffen. Der arbeitet im sozialen Bereich und der ist, ja, Psychotherapeut. Ach so. So, und der kümmert sich um die einsamen Herzen. Nee, also der hat eher was mit schwer erziehbaren Kindern zu tun. Ja, ich meinte es jetzt auch nicht so ganz ernst. Aber der sollte sich um dein einsames Herz kümmern. Ja, ja. Dann haben wir uns auf jeden Fall getroffen und wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden. Und das ist er? Das ist er, ja. Und wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden, sind was trinken gegangen, ganz normal eben so, haben uns unterhalten und hat er mich wieder nach Hause gebracht und so und dann auf einmal war 3 Monate lang kein Kontakt mehr zwischen uns. Dann hat er mich aber nach 3 Monaten wieder angerufen und meinte, dass er mich wiedersehen will. Ja. Dann haben wir uns getroffen, sind essen gegangen, sind ins Kino gegangen und haben uns super gut verstanden und so. War denn während dieser Zeit dein eigentlicher Freund immer noch in den USA? Der ist jetzt, der lebt da jetzt. Ach, der ist ganz in die USA gegangen? Ja, ich also dachte da, nur für eine Weile. Also da ist jetzt gar nichts mehr zwischen uns. So, ihr seid essen gegangen? Essen gegangen. Es war nett? Er war nett, super nett und ja, nach mehreren Treffen habe ich mich halt eben in ihn verliebt, verknallt. Und seitdem ist das eben so, ich bin 16, der ist 30 und eine öffentliche Beziehung zu führen, ist das, sag ich mal, ziemlich schwer. Wie lange läuft denn jetzt diese Verbindung? Ja, schon? Ich war da 14,5 ungefähr, also seit 1,5 Jahren ist das jetzt so. Ach so lange schon? Ja, so lange schon. Also so, ich habe ihn mit 14,5 ungefähr kennengelernt. Ach so. Wie, und ihr habt jetzt also wirklich eine richtige Beziehung miteinander, oder? Nee, eben nicht. Also mir geht's halt darum, dass ich hätte gerne richtig öffentliche Beziehungen mit dem, aber von der Gesellschaft heute... Ja, das ist klar, darüber reden wir gleich. Ich möchte erstmal wissen, was abgeht zwischen euch beiden. Habt ihr eine richtige Beziehung, geheim halt, aber miteinander? Ihr schlaft miteinander? Ja, das auch, ja. Ja? Ja, also ich sag mal so, da gab's auch Vorfälle, also es hört sich jetzt alles so ein bisschen bizarr an und irgendwie so komisch, eine Beziehung zwischen 30-Jährigen und 16-Jährigen zu führen. Es ist alles geheim. Meine Eltern wissen davon nichts, meine Freunde wissen davon nichts. Wie oft seht ihr euch denn?
Sehr, sehr selten. Also da er ja eben im sozialen Bereich tätig ist, können wir uns sehr selten sehen. Ich wohne in Bochum, der in Essen. Warum könnt ihr euch selten sehen? Weil er im sozialen Bereich tätig ist. Weil hat er so viel zu tun, oder was? Er hat ziemlich viel zu tun, ja. Also das letzte Mal haben wir uns vor 2 Wochen gesehen. Das war aber auch, also es ist ja nicht so, dass der irgendwie nur mit mir, sag ich mal, Sex haben will oder so. Ich merke ja auch, dass der mich sehr, sehr mag. Und aber ihr habt Sex miteinander? Ja, wir haben Sex miteinander. Und regelmäßig auch Sex miteinander? Es ist nicht so, dass wenn wir uns treffen, dass wir jedes Mal Sex haben. Das ist nicht so, dass jetzt nochmal, damit ich mir das besser richtig vorstellen kann. So, trefft ihr euch 2-mal im Monat, 3-mal im Monat oder 1-mal im Monat, so im Durchschnitt? Also im Durchschnitt würde ich sagen 2-mal, 3-mal im Monat. Und wo trefft ihr euch dann? An ganz normalen Orten, also... Also bei ihm fährst du zu ihm oder trefft ihr euch irgendwo außerhalb in... Nee, eben, das ist es ja. Also ich war 1-mal nur bei ihm. Und das war auch eher so, dass ich ihn dazu überreden musste, weil er es nicht wollte. Warum und wollte das er das nicht? Weil er Angst hat, dass er dadurch Probleme bekommt, dass er mit einer 16-Jährigen eine Beziehung... Oder mit einer noch viel Jüngeren, ne? Ja, mit einer viel Jüngeren eben. Und da hätte er auch dann, also sehr große Probleme. Ja, da hätte er eben sehr große Probleme. Und ich musste ihm mal einen Vorfall erzählen, da haben wir uns einmal, ich weiß nicht, das war auch, glaube ich, vor 1 Jahr oder so, haben wir uns einmal um 1 Uhr nachts getroffen. Ich habe ihn ziemlich doll vermisst und so, ich habe ihn angerufen und da meinte er, ja, okay, dann hole ich dich ab. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren eben, hatten eben dort Sex. Also davor haben wir ganz normal miteinander geredet und gelacht und getrunken und gegessen. Und dann bin ich ungefähr, dann hat er mich ungefähr um 4 Uhr wieder nach Hause gefahren. Und dann hat uns auf einmal die Polizei angehalten. Und ich wusste natürlich total nicht, was ich machen wollte. Ich war total aufgeregt und habe fast angefangen zu heulen. Ja. Der hat dann der Polizei erklärt, dass wir in einer Art Jugendgruppe waren, dass ich mir das ansehen wollte, weil ich ein Praktikum machen will. Also er hat sich richtig rausgelogen. Ja, weil er wollte, dass ich nicht mit meinen Eltern Stress bekomme und der würde dann ja auch ziemlich viel Stress bekommen. Verstehe. Wenn du sagst, du warst nur einmal bei ihm zu Hause, wo habt ihr denn dann Sex miteinander, wenn ihr miteinander schlaft? Das ist so, ich bin ziemlich spontan, er ist ziemlich spontan und im Auto oder... Ach so. Im Kino hatten wir auch mal, also das ist, Also irgendwo außerhalb an den verschiedensten Orten. Ja, genau. Telefoniert ihr? Wir telefonieren ganz normal miteinander, der hat mich heute wieder angerufen. Telefoniert ihr denn oft auch? Öfters, als dass wir uns treffen, ja. Bitte? Öfter, als ihr euch treffen? Öfters, als dass wir uns treffen, und, ja. Und über was redet ihr dann so, wenn ihr miteinander telefoniert? Also ich sag mal so, ich bin durch ihn auf, ich habe mich durch ihn für den sozialen Bereich interessiert. Ich interessiere mich für Psychologie und so und der hilft mir da auch ziemlich viel und meint, dass ich es weit bringen könnte und ja, von daher. Niemand weiß von der Beziehung? Niemand weiß. Niemand. Deine beste Freundin nicht? Auch nicht. Gar nichts. Weißt du denn was aus seinem Leben? Weißt du zum Beispiel, ob er eine Freundin hat oder ist er allein? Ich sag mal so, ich kenne ihn 1,5 Jahre und ich vertraue ihm. Der vertraut auch mir und der sagt mir, der hätte keine. Der erzählt mir natürlich von seinen früheren Beziehungen, was er ablief und so, aber der hatte in der Zeit keine und ich auch nicht. Ja, dir glaube ich das jetzt auch so. Bei ihm bin ich jetzt erstmal ein bisschen skeptischer. Das war ich auch am Anfang und das bin ich immer noch zum Teil und ich weiß es nicht, wie ich... Du bist auf jeden Fall, für dich ist das eine große Liebe. Du bist verliebt in den. Auf alle Fälle. Wenn du dich seit 1,5 Jahren. Ja, genau. Wenn du dich ja schon so lange mit ihm beschäftigst und auch treu geblieben bist, ist das für dich der wichtigste, also eine richtige Liebesgeschichte. Ja, auf alle Fälle. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist mit dem los? Ja. Ne? Also es ist schon sehr komisch, wenn er sich an so ein ganz junges Mädchen rangemacht hat. Hat ja. Ich meine, jetzt bist du 16, jetzt ist es rechtlich gar kein Problem mehr, aber es war halt eine ganze Zeit ein Problem. Was ist mit ihm los? Warum hat er das gemacht? Ist er wirklich alleine oder spielt er dir das nur vor? Er kann dir ja sehr viel vorspielen, du kannst es ja überhaupt gar nicht kontrollieren. Also, Was sind seine Ziele? Wie soll es weitergehen? Hat er sich da mal geäußert? Ich meine, nun bist du ja 16. Also er meinte, als ich 14, 15 war, meinte der, du Kati, warte noch mal ein bisschen ab, bis du 16 wirst, dann wird alles ein bisschen leichter für uns sein. So, nun bin ich 16, vom Alter her ist es auch ziemlich leichter geworden, aber es ist nicht immer so, es ist nicht immer leicht, ja, sich mal zu treffen. Im Prinzip könntet ihr ja jetzt eine ganz offene Beziehung miteinander führen, eine öffentliche, wie du es gerade ausgedrückt hast, eine öffentliche Beziehung.
Ja, aber wie gesagt, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wir wollten da vor 2 Wochen auch mal ins Kino gehen, in die 11-Uhr-Vorstellung, und habe ich Karten gekauft und ich habe den Ausweis vorgezeigt, und da meinten die, nee, du kannst hier nicht rein. Haben die gefragt, wer der Mann neben mir wäre. Mhm. Meinte, ja, wäre ein ganz normaler Bekannter, und das sind halt eben solche Kleinigkeiten, also, die uns daran hindern. Ja, aber wenn du den Ausweis zeigst, du bist ja nur 16, kannst du doch auch rein. Ja, aber ich weiß ja nicht, was in den Köpfen von den Menschen da vorgeht, dass sie irgendwie denken, ach ja, das ist ja auch ungewöhnlich, ne? Das ist ungewöhnlich, aber es sind jetzt 2 verschiedene Themen. Einmal deine Angst vor der Reaktion der Leute, mit der du eigentlich lernen müsstest umzugehen, wenn das wirklich eine gute Beziehung und eine ehrliche Beziehung wäre. Und das andere ist aber so mein Misstrauen auch dem Mann, deinem Freund gegenüber. Ob der sich wirklich ordentlich und ehrlich dir gegenüber verhält. Oder ob der dich nicht einfach so auch gehalten hat all die Zeit als junge Gespielin, sage ich jetzt mal ganz. Ja, also ich sag mal so, ich hab meinen Freunden da erzählt, dass ich da einen Mann kennengelernt habe, mit dem ich gut befreundet bin. Und die sagen mir immer dann natürlich, ja, pass auf, Katharina, und du kennst ja die alten Männer und so. Aber ich sag mal so, der macht mir Geschenke und der macht. Das heißt alles gar nichts. Weißt du, was ein gutes Kriterium wäre, ob alles wahr ist und ob er es ehrlich meint? Ich meine, er ist ja nur auch nicht so, er ist jetzt nicht 40. Wenn 40 und 16-Jährige, das fände ich schon ein bisschen sehr krass. Er ist 30. Das ist ein großer Altersunterschied, aber 14 Jahre, nun Gott. Eigentlich müsste er jetzt anfangen, offensiv damit umzugehen. Und das wäre ein Beweis dafür, dass er es ehrlich meint, dass er sich auch zu dir bekennt. Und dann müsstet ihr und musst du auch damit umgehen, dass die Leute halt die Nase rümpfen. Der ist halt ein bisschen älter. Ja, aber ich will ihn ja nicht in Schwierigkeiten bringen, weil er ja eben im sozialen Bereich tätig ist. Ja, aber du bist ja 16 Jahre alt, dann bringst du ihn nicht in Schwierigkeiten. Er kann so eine junge Freundin haben, das ist kein Problem. Ja, ich weiß nicht. Also, nee, doch, das ist so. Also rein ganz gesetzlich gesehen, rein streng gesetzlich gesehen ist es so. Ja, nur das ist alles ziemlich schwer, so eben so eine geheime Beziehung zu halten. Mhm. Ich habe halt ein bisschen so die Sorge, dass der dich halt auch die ganze Zeit oder vielleicht immer noch ausnutzt. Deswegen bin ich da so, deswegen habe ich jetzt auch so kritische Sachen gesagt oder gefragt. Und eigentlich müsste er es jetzt unter Beweis stellen, ob er es wirklich ernst mit dir meint. Deswegen, ja, aber so meinte ich das. Ich sag mal, der hat mir einmal so eine große Freude bereitet, das war eigentlich schon ein großer Beweis für mich, dass er mich liebt. Der war einmal im Urlaub, war in der Schweiz oder so, und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass ich ihn total vermisse und dass ich ihn sehen will. Mhm. Und dann meinte der, dann komm mal am nächsten Tag um 9 Uhr abends zum Bahnhof. Mhm. Und dann war ich dort, hat da gewartet und auf einmal stand er hinter mir. Mhm. Also der hat extra den weiten Weg gemacht, um mir eben eine Freude zu bereiten. Dann würde ich jetzt mit ihm wirklich das Gespräch offen suchen, Katharina, wie das jetzt weitergehen soll. Du bist 16 Jahre alt, da ist es formal möglich. Rede mit ihm, wie er sich das jetzt vorstellt. Und sage von deiner Seite ruhig auch, dass du bereit wärst, jetzt auch mehr nach draußen zu gehen mit der ganzen Geschichte. Ja. Und ich möchte aber auch nochmal, dass du mit meinem Psychologen darüber redest. Okay, das ist der Peter heute Nacht. Du legst auf, er ruft dich gleich wieder an. Okay, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön, tschüss. 1.37 Uhr und 47 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 38 und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema, morgen heißt das Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte mich mit euch über den Po unterhalten, über Krankheiten, über Erotik, über Schönheitsideale und so weiter. Geschichten rund um den Po.
Po. Yvonne ist da und Yvonne ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Yvonne. Also mein Thema ist, dass ich seit einem halben Jahr zweimal Halluzinationen hatte. Seit einem halben Jahr? Zweimal? Ja, zweimal und vorher noch nie. Was siehst du denn? Also vor einem halben Jahr, da war das so, also ich wohne mit meinem Freund zusammen und der ist um 5 Uhr morgens zur Arbeit gefahren und ich lag noch im Bett und war wach. Ja. Und plötzlich habe ich am Fußende des Bettes eine schwarze Gestalt gesehen. Also ich konnte nicht wirklich ein Gesicht erkennen, sondern einfach eine schwarze, neblige Gestalt. Eine neblige Gestalt? Ja, besser kann ich es nicht umschreiben. Naja, und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, konnte ich nichts mehr machen. Also ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht sprechen. Ich dachte, ich atme nicht mehr. Hatte die Gestalt ein Gesicht? Nein, also... Ich konnte das Gesicht nicht erkennen. Also ganz, ganz verschwommen. Ganz verschwommen, auch, ja. Auch im Gesichtsbereich. Ja. Ja, und dann kam diese Gestalt immer ganz, ganz langsam um mein Bett herum näher zu mir und hat dabei ganz komisch so geröchelt. Gott, was für ein Grusel erzählst du mir. Ja, das war auch so, ich habe gedacht wirklich, ich müsste sterben. Ich habe noch niemals so eine Angst gehabt. Und du lagst wie versteinert. Ich konnte nicht mal meinen kleinen Finger bewegen, gar nicht. Ja. Ja, und dann, als diese Gestalt dann immer näher kam und kurz vor meinem Kopf war, also in der Höhe, wo mein Kopf ist, da habe ich dann einen Atemzug geschafft. Und in dem Moment, wo ich eingeatmet habe, da war alles vorbei. Und dann habe ich erstmal eine Zeit lang noch gelegen, dann bin ich aufgestanden, habe das Licht angemacht, die Rollos hoch und dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Dann habe ich gewartet, bis mein Freund nachmittags wieder von der Arbeit kam und dann kam er ins Schlafzimmer und ja, dann habe ich angefangen zu weinen und habe ihm alles erzählt. Naja, ich habe halt nur so ein leichtes Grinsen von ihm bekommen. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Also er hat es nicht geglaubt und nicht so ernst genommen? Ja, nicht so ernst genommen. Und ja. er war es nicht verkleidet? Nein, er war es nicht. Also er war bei der Arbeit und es war auch niemand anders. So, das war einmal. Da kann man noch sagen, okay, es ist irgendwie, vielleicht war ich doch noch im Halbschlaf oder irgendwie sowas. Ja. Aber ist es irgendwann nochmal passiert, sagst du? Ja, also erstmal kam nichts mehr. Ich habe zwar noch oft dran gedacht, aber es ist nichts mehr passiert. Und dann ungefähr vor einer Woche, das war mitten in der Nacht, da lag ich im Bett. Mein Freund war auch da, der war aber am Schlafen und ich war wach. So, und ich habe seit einiger Zeit auch einen Hund und der schläft auch in diesem Raum. Naja, und dann habe ich nichts gesehen, aber ich habe plötzlich, wie soll ich das sagen, ich habe Pferdehufe gehört in dem Zimmer. Ja, und ich wusste, er ist wieder da und ich wusste, dass er auf diesem Pferd ist, obwohl ich ihn nicht sehen konnte. Warum sagst du es er? Ja, er ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann habe ich nur gehört, wie er so ganz komisch gelacht hat, so richtig, ich hatte wieder totale Angst und es war wieder genau so, dass ich mich nicht bewegen konnte, dass ich dachte, ich kann nicht atmen und ich habe mich auch Aber es hat niemand anderes etwas gehört, der Hund hat nicht reagiert, Hund hat nicht reagiert, dein Freund hat nicht. Ja, und dann, ich habe mich auch nicht dadurch sicherer gefühlt, dass der Hund und mein Freund hier da waren. Ja, und dann konnte ich mich irgendwann aufsetzen und dann habe ich einfach nur geschrien. Ja, und dann ist mein Freund wach geworden. Und der Hund auch? Ja, der Hund auch, der kam dann auch und hat mich angeguckt. Ja, und dann hat mein Freund mich getröstet, als ich ihm das erzählt habe und dann hat er sich auch nicht mehr drüber lustig gemacht. Ja, und ich denke mal, dass es Halluzinationen wären, weil wenn es irgendwas anderes wäre, dann hätte ja wenigstens der Hund drauf reagiert. Ja, und... Ist schon gruselig. Ja. Ist schon gruselig. Es ist wirklich wie in einem Gruselfilm, was du da erzählst. Ja, ich habe auch unheimlich Angst, dass das wieder passiert. Also wenn mein Freund arbeiten geht... Ja, das ist das Ding. Wenn man sowas einmal erlebt hat, was immer es auch sein mag, dass man dann wirklich die Angst und die Panik hat, kommt's wieder? Wann kommt's wieder? Wie kommt's eben. Wieder? Ne? Bei jedem Geräusch. Immer. Es muss ja jetzt nichts Übersinnliches sein. Es kann ja einfach irgendwas auch durch deine Psyche bedingt sein, dass du so etwas wahrnimmst, was real gar nicht da sein muss, aber du empfindest es halt so. Ja. Ne? Hast du denn früher irgendwie solche Sachen auch schon mal ansatzweise erlebt? Nein, gar nicht. Ich habe auch, wenn ich was von Halluzinationen gehört habe, ich hätte nie gedacht, dass das so reell sein kann. Also du benutzt ja selbst den Begriff Halluzinationen. Du glaubst nicht daran, dass das irgendwelche Geistererscheinungen sind. Beim ersten Mal, weil ich bin
selber auch interessiere ich mich für Esoterik und so und ich glaube an Geister. Mhm. Und beim ersten Mal habe ich es auch gedacht, weil ich es mir nicht anders erklären konnte. Ja, aber dann beim zweiten Mal, ich meine, niemand hat reagiert, nur ich habe es wieder gehört und das muss eine Halluzination sein. Ja, und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Also ich würde an deiner Stelle, wenn das sich jetzt nochmal wiederholt, würde ich schon zu einem Psychologen oder einem Psychiater gehen. Ja. Und mich einfach mal unterhalten und vielleicht hat der ja irgendeine Einordnung, ein Einordnungsmodell, dass er einfach nur mal seine Meinung sagt. Ja. Das wäre mein erster Rat. Aber ich weiß auch wiederum, dass es Dinge gibt, die man so naturwissenschaftlich auch nicht so leicht erklären kann. Aber, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal solltest du diesen erklärbaren Weg gehen. Und vielleicht gibt es wirklich eine Ursächlichkeit in deiner Psyche, die damit in Verbindung steht. Ja. Das wollen wir hoffen, dass es so ist. Mhm. Also wenn du sagst, du bist esoterisch schon so ein bisschen also ein bisschen interessiert, angehaucht, finde ich es schon erstaunlich und aber auch gut, dass du so sagst, es kann nichts Übernatürliches sein. Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Also wenn, dann wäre ich sicherlich nicht die Einzige gewesen in dem Raum, die das mitbekommen hätte. Ja. Würde dich aber auch ganz gerne nochmal, wo wir ihn nur hier haben, mal kurz nochmal an meinen Psychologen verweisen. Ja, das möchte ich auch gerne. Der kann ja vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja, Domian? Hoffentlich passiert es nicht nochmal. Ja, wünsche mir auch. Domian, kann ich von dir auch ein Autogramm haben? Ja, der Psychologe, der Peter, schreibt gleich deine Adresse auf und dann kriegst du eins. Alles klar? Ja, danke schön. Alles Gute und gute Besserung. Ja, tschüss. Katrin, heute rufen mich nur Frauen an, merke ich gerade hier. Nee, da ist auch noch ein Mann. Aber erstmal waren nur die Frauen Mann. Aber ist ja auch schön so. Katrin, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Hallöchen, guten Morgen. Ich will nicht unbedingt ein Autogramm. Ja, aber ich habe auch von der großen Liebe was zu erzählen. Sag. Was so ein bisschen daneben gegangen ist, weil ich habe meiner großen Liebe nach 2,5 Jahren ein Kind angedreht, wie man so schön sagt. Aber es ist ein bisschen dumm gelaufen, weil mein Freund damals hat mir halt auch immer erzählt, er könnte sich halt mit mir schon sehr gut eine Familie vorstellen. Und ich die Frau mit dem großen Herz und ganz lieb und überhaupt und nur nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Damals war ich 32, ich habe meinen Job, ich bin fertig mit allem, habe gelebt, mir reicht es und ich wollte unbedingt ein Kind haben. Und er wollte aber erst Doktorarbeiten, Häuschen im Grün und was nicht alles und hat gesagt, wenn du 38 bist, bist du immer noch jung genug. Und ich habe dann irgendwann, also so eine Entscheidung fällt man ja nicht von einer Sekunde auf die andere in dem Alter. Und ich habe dann wirklich irgendwann gedacht, meine Güte, wenn der 50 ist, der lacht sich eine 30-Jährige an, kriegt immer noch eine Familie und ich stehe dann da. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt machst du es einfach, bin zum Arzt, habe mir die Spirale rausnehmen lassen. Und ohne sein Wissen? Ohne sein Wissen. Und das ist auch genau der Punkt. Also sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Ja, warum auch? Ich bin eigentlich ein sehr ehrlicher Mensch. Und bin dann auch direkt, wo ich schwanger war, zu ihm hin und habe ihm direkt gesagt, es ist nicht einfach so passiert. Ich habe mir die Spirale rausnehmen lassen. Ach so. Es tut mir leid. Ich habe dich angelogen. Und dann? Was hat er gesagt? Und das hat er mir nicht verziehen. Ich kam dann, weil ich fast eine Fehlgeburt hatte auch. Das war also alles ziemlich arg und böse. Habe ich also bis zum 5. Monat im Krankenhaus gelegen. Dann also auch nur telefonisch mit ihm. Er hat mich unter Druck gesetzt, ich solle abtreiben etc. Und er oder das Kind. Und ich habe mich dann trotzdem fürs Kind entschieden und seitdem ist aber Schluss. Und es wird auch Schluss bleiben, das weiß ich. Nur es ist, also mein Problem ist, wie werde ich irgendwann mal meinem Kind sagen, du bist ein Wunschkind, absolut. Ich wollte nichts anderes als dieses Kind auf dieser Welt. Aber es ist nur ein Wunschkind von deiner Seite aus gewesen. Eben, genau, ganz genau. Nur ihr seid jetzt getrennt, ne? Wir sind getrennt, ja. Wie alt ist das Kind jetzt? 14 Monate. 14 Monate. Noch ganz jung. Ich bin immer noch alleine, weil irgendwie... Wie verhält er sich denn gegenüber dem Kind? Ist er abweisend oder spürst du doch, dass es irgendwie schon liebt oder dass es da eine Beziehung gibt? Ja, schon. Also es ist, glaube ich, oft so, dass das Erstgeborene dem Vater unheimlich ähnlich ist. Und dann ist es noch ein Sohn. Also die sehen sich unheimlich jetzt schon, sehen die sich sehr ähnlich, sind sich sehr ähnlich. Und ich glaube, das spüren beide. Also sie sind also er akzeptiert es schon. Das schon, aber er kommt nicht sehr häufig. Also er war 4-mal da in den 14 Monaten und 4-mal nur? Ja. Ich muss auch ganz arg hinterher telefonieren und
habe ihm auch schon Geld geboten, damit er wirklich mal vorbeikommt, Spritgeld etc. Du hast ihm Geld geboten, damit er vorbeikommt? Ja, damit er wirklich seinen Sohn mal sieht, weil ich, also ich finde, es ist sehr wichtig, weil ich habe mir nicht irgendeinen Mann ausgesucht, sondern meine große Liebe. Ja, ich muss hier mal sagen, also natürlich war das beschissen, was du da gemacht hast. Absolut. Das, ja, aber ich finde sein Verhalten noch viel beschissener, muss ich ehrlich sagen. Also wenn es denn nun mal da ist, passiert es und es ist sein Kind, es ist ein Mensch, es ist das Produkt eurer Liebe, ihr wart ja, er hat dich ja nun auch sehr geliebt. Ja, und also er da muss man sich doch dann letztendlich dann auch damit abfinden und ja, also er geht mittlerweile so weit und das ist auch das, was mir sehr zu schaffen macht. Er geht so weit, er sagt, ich hätte ihn misshandelt, ich hätte ihn vergewaltigt. Ich habe ihn sein Leben ruiniert. Ich habe nicht nur sein Leben, sondern das Leben meines Sohnes ruiniert. Also es ist schon... Und wieso, also, wieso hast du sein Leben ruiniert? Weil er jetzt nicht in Ruhe seine Doktorarbeit schreiben kann oder was? Nee, weil er einen Sohn hat, weil er ein Kind hat, was er nicht haben wollte, weil ich ihm einfach... Mhm. Also ich habe die Macht der Frau ausgespielt, die ja, nur hast die du Frau auch. Hat. Hast du auch, ne? Das ist auch und, überhaupt und nicht in Ordnung. Er setzt das gleich, als würde als hätte ich ihn vergewaltigt. Also der die Macht des Mannes ist zu prügeln, die Macht der Frau ist Kinder. So setzt er das gleich und für mich sind das zwei völlig verschiedene Bist Personen. Du denn nicht jetzt im Nachhinein eigentlich auch sehr, sehr enttäuscht von diesem Menschen? Ja, sicher. Ne? Ja, ja, natürlich, weil also ich... Also wie gesagt, wenn der sauer reagiert, ist, finde ich, völlig nachvollziehbar. Aber nicht so reagieren, wie du es jetzt beschrieben hast. Das ist ja schrecklich eigentlich. Es ist nicht sein Recht, also weil er redet mir ein, es ist sein Recht, sich da auch so zu verhalten. Ja, aber in dem Moment, wo er diesen kleinen Wurm im Arm hat, hätte alles vorbei sein müssen an Wut und Zorn, er hätte eigentlich nur glücklich sein müssen. Nee, das war so ist es nicht, nee. Mhm. So wird es auch nie kommen, weil es war halt nicht sein Wunsch. So, dann wirst du irgendwann deinem Kind genau das so erzählen, wie es jetzt passiert ist. Ja, und irgendwann wird er das hoffentlich auch so verstehen, ja. Ja. Denke ich auch. Was willst du dem Kind das schön färben? Nee, das mache ich ja auch nicht in der Familie etc. Also es wissen alle auch die Oma jetzt von dem Kind. Wie verhalten die sich denn so? Sehr gut. Ah ja. Ja, doch, weil ich habe gleich von vornherein gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, wollte aber auch nie wieder darüber reden, dass es ein Fehler ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Und das haben die auch akzeptiert. Deswegen. Also es gibt einen durchaus ordentlichen Kontakt zwischen jetzt dem Enkelchen und den Großeltern. Ja. Also den Großeltern, seinen Eltern. Ja, den gibt es. Seine Eltern, genau. Die waren auch noch sehr, also die Mutter vor allen Dingen, hätte sich auch sehr gefreut, wenn wir noch wieder zusammengekommen aber wären. Aber sind die auch nicht wütend auf ihren eigenen Sohn? Dass ja. Ja, das auch. Sind sie. Ah, ja. Ja. Auch die Schwester, also er hat eine Schwester, die ist genau in meinem Alter, die hat also auch gesagt, also den Ball hat er zugeschossen, eindeutig, und deswegen muss er auch dafür sorgen, wie er aufgefangen wird, so nach dem Motto. Ne? Ja. Wolltest du mir diese Geschichte so erzählen oder steckt jetzt dahinter noch schon ein Konflikt? Also ich wollte dieses Thema, das beschäftigt mich jetzt schon so wirklich sehr lange, auch schon vor der Schwangerschaft. Und jetzt im Nachhinein weiß ich habe einen Fehler gemacht. Und ich wollte es eigentlich einfach mal auch der Allgemeinheit vielleicht allen vom Fernseher sagen, Frauen, betrügt nicht eure Männer, macht es nicht. Mhm. Und den Männern möchte ich sagen, seid ehrlich und sagt direkt, ich will keine Kinder, weil ich hatte vorher eine Beziehung, mit dem war ich 8 Jahre zusammen, war glücklich zusammen und der hat klipp und klar gesagt, ich möchte keine Kinder, habe ich akzeptiert. Also bei dem hättest du es nicht gemacht? Nein, hätte ich nicht, sonst hätte ich jetzt schon welche und der hätte mich auch nicht verlassen. Und der hätte dich sogar nicht verlassen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das sagt so viel, finde ich, über den Charakter dieses Mannes aus, der dich jetzt deshalb verlassen hat. Ja, so viel. Gut, klar, aber also es ist auch ein Fehler gewesen, dass er mir halt nicht, und das ist das, worauf ich jetzt immer mir selber auch sage, okay, so schlimm war es nicht. Er hat den Fehler gemacht, er hätte von vornherein sagen müssen, Katrin, ich möchte keine Kinder, einfach. Und nicht eventuell irgendwann vielleicht. Dann wäre ich erst gar nicht auf die Idee gekommen. Und das wollte ich einfach auch gerne nochmal loswerden. Ja, sehr richtig und sehr richtig und sehr gut. Ja. Du bist jetzt alleinerziehende Mutter. Ja. Du bist glücklich mit deinem Nachwuchs. Und also mir fehlt leider der Mann. Ja.
So, ich aber hätte doch ganz gerne noch einen Partner, mit dem man mehr reden kann als bla bla und blub blub, ne? Wird schon noch kommen, du bist ja nur gerade erst im zarten Alter von 34. Mhm. Mhm. Von wegen alles erlebt und ausgelebt und so, wie du gerade gesagt hast. Nein, also ich sag mal, das, was in meinem Leben fehlte, war halt Familie und Kind. Ja. Also es ist jetzt ein neuer Punkt gekommen. Also man kann wirklich doch nur hoffen, aber ich bin da fast ein bisschen skeptisch nach dem, was du erzählt hast, dass er sich doch noch ein bisschen zusammenrauft. Nee, er hat eine neue Freundin auch jetzt und die hat denselben Beruf wie er. Also er ist Psychologe, deswegen hatten wir da auch ist noch ein Thema. Du lieber Himmel. Deswegen, er weiß, wovon er redet. Wenn er sagt nein und wenn er mir auch solche Vorwürfe macht, das nicht an den Haaren herbeigezogen, er weiß, wovon er redet. Dann kann er das sogar sehr geschickt machen. Ne? Ja, genau. Das ist ja nicht zu glauben. Der Kerl ist Psychologe. Und das ist auch das, was mir so wehtut. Mhm. Und das ist das, wo ich denke, er muss mich doch gekannt haben. Nach drei oder nach zweieinhalb, drei Jahren Beziehung muss man sich so gut kennen. Weißt du, Katrin, man kann ja vielleicht auch sagen, sei froh, dass du los bist. Ja, ne? Irgendwann wäre es irgendwann wäre dieser Charakter an anderer Stelle zutage getreten. Und dann hättest du es zu spüren bekommen. Hätte das Kind das wahrscheinlich das abgekriegt oder so. Oder wer weiß was. Ne? Lieb dein Kind, erzieh es und es muss auch nicht unbedingt den Vater dabei haben. Nee, so ein, ich glaube, ein einfacher Busfahrer wäre mir jetzt auch lieber. Alles Gute, Katze. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Caro ist auch ein Mädel, ne? Ja, natürlich. 22 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Um was geht's, Caro? Hab ein großes Problem. Es geht um Seitensprung. Mhm. Ist gerade akutes Thema. Mein Freund ist derzeit inhaftiert wegen Wirtschaftskriminalität. Ja. Und es wird dann noch eine Weile dauern, bis er wieder rauskommt, rauskommt. Wie lange noch? Bis Mai nächstes Jahr. Bis Mai nächsten Jahres. Mhm. Es heißt, er kommt zurzeit regelmäßig heim schon, alle zwei Wochen. Wie lange sitzt er schon? 10 Monate. Ja. Und jetzt hat sich das Problem eröffnet, dass ein Geschäftskollege von mir was möchte. Von dir was möchte? Ja, und ich nicht ganz abgeneigt bin, was ich schon gemerkt habe. Und war ich letzten Samstag bei ihm zum Essen und auch über das Problem reden. Weil es kam durch Zufall raus, dass er was von mir will. Wir haben uns ge-SMS, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Und ich hatte eigentlich nicht vor, mich auf irgendwas einzulassen. Und der erste Schritt ist aber schon passiert. Nämlich, was habt ihr gemacht? Wir haben uns geküsst und war zärtlich zueinander. Und ich habe gemerkt, mein Gott, das finde ich super. Und es ist halt voll passiert. Ich bin voll verknallt. Ach, du bist schon verknallt? Ja, richtig verknallt. Also ich habe geküsst, habe ein bisschen gestreichelt und getätschelt und so. Und es wäre auch weiter passiert. Also wir wären 100 pro in der Kiste gelandet, wenn ich dann nicht nur kurzfristig den Kopf eingeschalten hätte und abblockt hätte. Also das ist ja jetzt schon eine Nummer härter, als wenn du sagst, ein Seitensprung. Seitensprung ist ja eher so eine Sexgeschichte. Aber wenn du sagst, ich bin auch jetzt verknallt, das heißt, verliebt bist du. Oder? Ja, obwohl ich wieder differenziere zwischen Verliebtheit und Liebe. Weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich meinen Freund liebe. Weil er ist mir als Mensch sehr wichtig. Und es klappt eigentlich auch im Bett und alles. Also es ist schon in Ordnung. Was ist denn die Hauptantriebsfeder jetzt, die dich zu diesem anderen Mann zieht? Ist es die Erotik, der Sex? Es ist das, wie er mit mir umgeht. Wie geht er denn? Ich kenne das so nicht. Er geht auf mich ein. Aufmerksamer mit dir um als dein Freund? Er geht jetzt speziell, was Streicheln und Zärtlichkeiten angeht, total auf mich ein. Und ich habe heute auch schon zu ihm gesagt, da ist mein wunden Punkt irgendwie getroffen. Geht er dann auch so verbal und inhaltlich auch sehr, sehr nett mit dir um? Oder ist es nur so, dass das körperlich Zärtliche, wo du sagst, das kenne ich so? Nee, verbal verstehen wir uns perfekt. Also es ist ein Mann, in dem du dich, den du vielleicht sogar, wenn es sich verdichten würde, auch lieben könntest. Ja. Trotz Altersunterschied. Wie alt ist der denn? Doppelt so alt wie ich. 44. Genau. Heute sind die Mädchen hier, die Mädels bei mir mit den alten Männern. Ja, ich habe so irgendwie, denke ich manchmal, ein Problem. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber mein erster Freund war, 14 Jahre älter. Ja, na gut, ist jetzt auch... Ja, egal, genau, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich merke, dass es mich hinzieht und dass es wahrscheinlich auch zum Sex kommen wird. Ja. Sag mir mal, wie die Beziehung zu deinem Freund eigentlich ist, der im Knast sitzt zurzeit. Zurzeit kriselt es etwas. Trotz der ganzen Liebe und alles
warum? Kriselt es deshalb, weil, ich meine, die Beziehung ist ja auch belastet, wenn jemand im Knast sitzt. Liegt es daran, oder? Ja, ich denke, dass es daran liegt. Er ist unzufrieden, möchte heilen zu seiner Tochter und mir. Und ach so, ihr habt auch schon gemeinsame Tochter. Wir haben eine gemeinsame Tochter, ja. Und er hat halt auch ständig Angst, dass irgendwas passiert, dass ich fremd gehe oder dass ich irgendjemand anders kennenlerne. Und jetzt ist es halt passiert. Insgesamt, wie lange seid ihr schon ein Paar? Jetzt bald 4 Jahre. 4 Jahre. Du bist bisher aber noch nie ausgebrochen. Bisher gab es noch ganz am Anfang von der Beziehung, also wir hatten noch keine Beziehung, da habe ich in der Beziehung gesteckt, die auch leicht problematisch war. Und dann ist also ein paar Monate lief es gleichzeitig. Verstehe. Wenn du das jetzt machen würdest und dein Freund im Gefängnis das erfährt, das möchte ich eigentlich gar nicht. Würde wahrscheinlich für den die Welt zusammenbrechen, ne? Ja, klar. Ja. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht, dass es rauskommt. Ich weiß nur nicht, soll ich mich fallen lassen oder nicht? Ist mein Problem. Also ich finde, jetzt ist sehr blöd, jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Ja. Ich sage jetzt nur ganz kurz noch so meine grobe Meinung. Ich finde es so wichtig, wenn jemand im Knast sitzt, dass die Frauen draußen, wenn eine Liebesbeziehung da ist, dass man zu den Männern hält. Und man trägt ja, oder ihr tragt ja auch eine große Verantwortung, weil ihr ein Kind habt. Richtig. So, jetzt kann ich leider mit dir darüber nicht diskutieren, aber wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf und wir rufen gleich mal an, weil jetzt hier die Sendung zu Ende ist. Alles klar. Okay? Okay. Tschüss, danke. Caro. Ciao. In der Technik, Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Sex, Krankheiten, Schönheit, Schönheitsoperationen und so weiter. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Gute Nacht, ciao.